Kann ich hier eigentlich auch machen. Dann habe ich mal ein paar Videos einfach mal oben. Dann habe ich noch einen Aufnahmestream von Hogwarts Legacy gemacht. Nur Fremde töten, jeden töten, nur Verbündete töten, kein töten, nur Fremde erstmal. Fortgeschritten, Zeit bis zum Wiedererscheinen von Beute, alle 5 Tage würde ich sagen, das ist fair, das ist okay. Wir machen es uns ein bisschen entspannt und einfach, einfach weil ich was Entspanntes will, ich muss es nicht so übertrieben haben. Dies ist die Menge der Zombies, die pro Spieler während einer Blutmondhorde lebendig zur gleichen Zeit erscheinen sein können. Maximal Spawn-Zombies überschreibt diese Menge allerdings in Mehrspielerspielen. Betrachte auch, dass deine Spielerstufe die maximale Anzahl von Zombies pro Gruppe festlegt. Niedere Spielerschadenwerte können zu einer geringeren Anzahl. Ja, aber ich denke mal 8 Feinde. Ich würde sogar eher sagen, 6 Feinde reichen aus pro Spieler. Sind dann 12 maximal. Erscheinen der Gegner. Es werden mehr Zombies in der Welt platziert. Es werden keine weiteren Zombies in der Welt platziert. Ah, die spawnen nicht mehr nach, ne? Ja. Das bedeutet, du hast maximal zigtausend Zombies und die bleiben dann, bis du sie killst. Hm. Ansonsten ist das ganz gut. XP-Multiplikator habe ich mal so hochgestellt, wie es geht. Das sind dann 150% pro Person. Und Blutmondhäufigkeit 10 Tage. Was ist denn Blutmonddauer? Legt eine zufällige Dauer fest, in der Blutmonde vorkommen. 0 ist aus. 3 würde bedeuten, dass ein Blutmond bis zu 3 Tage später als normal stattfinden kann. Ja, nee, ich will schon alle 10 Tage Blutmondvorwarnung am Morgen. Das ist okay. Wollen wir, dass die Zombies rennen oder sollen die einfach weiter gehen? Obwohl ich das Gefühl habe, das ist random. Ich weiß es halt nicht. Ah, machen wir beim Joggen. Nachtzombie-Geschwindigkeit joggen. Wilde Zombies können gehen. Blutmond-Zombie können auch joggen. Nee, die dürfen theoretisch, nee, rennen nicht. Joggen. Gut. Together und dann starten wir mal. Oder hast du noch irgendwelche Dingsbums? Ich hab dir das Passwort mal in das Dingsbums geschrieben. 24-Stunden-Zyklus. Warte mal, Einstellung des Schwierigkeits. Plünderer, die einfachste Einstellung. Abenteurer, ist kein Grünschnabel mehr. Gedacht für erfahrene Ego-Shooter-Spieler. Krieger, jetzt fängst du an zu beeilen. 24-Stunden-Zyklus. Sind 50 Minuten im Real Life, würde ich sagen. Jo. Passt. Ich muss gleich nochmal die Dingsbums angucken. Wie gesagt, der Cheat-Modus ist wirklich nur zur allerhärtesten Ausnahme, wenn wirklich ein gutes Item verloren geht, weil die Welt sagt, du darfst da nicht mehr hin. Wie gesagt, mir ist es passiert, dass mir ein sehr gutes Jagdgewehr verloren gegangen ist, weil es einfach hinterm Händler verschwunden ist. Er sagt, ja, ist ein gutes Gewehr, oh, darf ich haben, leg's auf den Tresen, mein Inventar ist gerade voll. Nee, es fällt hinter den Tresen, du kannst da nicht mehr rein. Und dafür lasse ich den mal zur Not an. Das ist okay. Und da Kai und ich, wir uns ja gut kennen, mehr oder weniger zumindest, was Online-Freundschaft so angeht, würde ich sagen, bleibt das erstmal so. Ich muss mich erstmal wieder mit der Steuerung befassen. Das ist normal. So, gucken wir mal, was haben wir denn für Optionen? Ich glaube, hier habe ich die Option gar nicht so hochgestellt. Grundvoraussetzung alles auf hoch, 110 FPS. Das läuft eigentlich ganz gut. Was sagt meine Leistung? Ja, 92 FPS. Ist okay. Ah, die Kerne. Das Spiel frisst 5 GHz. Ernsthaft. Na gut, nicht ganz. Läuft ja noch OBS und so ein Kram dazu. Danke dir für dein Prime-Sub. Nee, das passt so. Das sieht soweit ganz gut aus.
Achso, ja, jetzt muss ich halt wieder umdenken. So, zerlegen. Das legen wir mal dahin. Für den Notfall. Wir müssen jetzt erstmal Pflanzenfaser sammeln. So. Ach. So, dann habe ich den noch schon nochmal. So, ob wo wir uns niederlassen etc. weiß ich noch nicht so ganz. Pflanzenfaser, kleiner Stein und Holz. So, eine Steinachs fertig. Ich wollte mir eigentlich ein paar neue Jeans holen. Nicht, weil ich sie zwingend brauche, aber weil es ganz cool ist, die zu haben. Ich habe ja schon ein paar, aber so ein paar mehr wären halt ganz lustig gewesen. Und was mache ich, stattdessen? Ganz genau. Wie sehe ich dann überhaupt aus? So eine nackte wilde Hilda. Weiß ja nicht, was für Arme die hat, aber das sollte mal ein Bein werden, ne? So, Quest abgeschlossen. Holz sammeln. Das ist super. Machen wir doch. Ja. Ich habe mir gestern einen neuen Controller geholt, weil mein alter Controller ein bisschen interessant war. Der hat ein bisschen Delay gehabt, was Dingsbums angeht. Wenn man zum Beispiel den Dingsbums runterdrücken muss. Dann habe ich mir halt gestern einen neuen Controller geholt. Er war ein bisschen teurer als gedacht. Dementsprechend muss ich mal gucken, ob ich mir noch ein paar Hosen holen kann. Pflanzenfaser sammeln, ja. Primitiver Bogen. Super, jetzt bin ich wieder red to go. Yay! Können wir gleich wieder abbauen. Juhu. So, jetzt müssen wir noch kleine Steine sammeln oder müssen wir ein Lagerfeuer bauen. Schickst du mir gleich nochmal eine Anfrage, wenn du soweit durch bist? Hab ich schon. Also. Warte mal, wo haben wir es dann hier? Nein, hier, einladen. Gruppe, Verbündete, ich habe keine Ahnung. 26. Ist okay. Also Leistungsniveau lassen wir jetzt erstmal so, wie es ist. Wenn gewünscht, ne, können wir es ab und zu mal anmachen. Wir müssen vor allem erstmal gucken, wo wir hier gelandet sind. So, jetzt müssen wir den Händler finden. Gut. Wir haben alles gebaut, was wir brauchen. Händler ist hier. Natürlich gut, dass wir direkt hier spawnen. Ich habe das Gefühl, dass es keine weibliche Händlerin ist. Schade, ich fand die Jen eigentlich immer ganz lustig. Die war voll lieb. Oh. Aber ich glaube, beim letzten Mal hatten wir auch diesen komischen... Wie viele Federn habe ich gefunden? What the fuck? Wow. In einem... Pfeil, Steinpfeile. Dafür brauche ich Holz und Federn. Ne, Steine brauche ich dafür. Und Holz habe ich ja. So, wollen wir mal gucken, was der Händler hier so tun hat.
Da ist schon mal wieder eine Mutti. Ja, die ist schon tot. Was, die schon tot? Die läuft doch noch. Meine Mutti ist tot. Sind aber keine Knochen, ne? Ne, das kann ich nur, wenn ich Tiere abschlachte. Genau, da war ja was. Hallo. Jo. XP kriegst du aber schon, ne? Ja. Okay. Oh, ja. Da war ja was. Bin ich mal gespannt, wie wir uns hier so ein bisschen verschanzen. Ich vermisse ja so ein bisschen unsere Kirche, aber ich, Vollidiot, habe ja, wie gesagt, mich wie ein Anfänger behandelt. Das könnte sogar die Jen sein. Ach, guck mal, wir haben Glück. Warum hat die keinen Output? Was hat sie denn hier? Eisenschlagring, Stahlvorschlaghammer Level 1, jetzt schon. AK-47 Maschinengewehr, jetzt schon. Immer klar. Ja, was hat sie sonst noch? Was hat sie eigentlich für Lesestoff? Bogen, Armbrustteil? If I had a Duke for every time someone was just looking, I'd be as rich as Trader Joel. Was? So, das passt doch schon. Da höre ich doch schon wieder irgendwelche. Ja. Ach, das bist du. Jetzt schon? Ja. Ich glaube, das ist gebietsbedingt. Aber wir kriegen halt schnell EP, das muss man halt lassen, also dementsprechend. Eigentlich brauche ich kleine Steine. Dafür brauche ich eine Spitzhacke. Naja, ich kann auch mit der Axt draufhauen. Ist aber jetzt nicht unbedingt viel. Machen wir erstmal ein paar Steinpfeile. Wollen wir uns so ein bisschen absprechen, wer was skillt? Können wir gerne machen, ja. Hast du da schon irgendwas, irgendeine Präferenz? Ich würde auf Hammer gehen und kochen. Hammer und kochen, gut. Ja. Dann würde ich nämlich, Stärke, ich bin da gar nicht so sicher, ob ich vielleicht standhaftig, also vom Landleben und Jägersmann machen soll. Wir haben ja schon 5 Punkte. Ja. Dann mache ich mal hier so ein bisschen Standhaftigkeit. Ja. Ne, so vom Landleben, Jägersmann. Und dann müssen wir halt mal gucken, ob wir wirklich dauerhaft sexueller Tyrannosaurus machen wollen. Ja. Weil loot doch nicht so schnell. Da war eh nichts drin, in den Kisten, wo du gerade warst. Trotzdem. Also hier war theoretisch nichts drin, hast du gesagt. Ne. So, dann wollen wir erstmal gucken. Erstmal ein bisschen umsehen, würde ich sagen. Wo bist du denn schon wieder? Beim Händler. Hast du immer noch eine Dame oder? Oh, ich brauche Knochen für einen Pfeil. Natürlich. Ich brauche Knochen für einen. Oh, das war gut. Walking Shift Stiff Tools. Das hört sich doch gut an. Motorwerkzeugteile. Oh, ich hätte so Bock, hier ein Motorrad zu bauen. Wir müssen halt mal gucken, wo wir uns so ein bisschen unterlassen. G
Genau, ich brauche aber unbedingt, weil wir müssen halt echt faules Fleisch sammeln. Und dafür brauche ich halt wirklich Dingsbums. Lauf doch nicht so schnell weg, Hase. Haha. Hasen gekillt. Oho. Für das Knochenmesser brauche ich aber 5 Knochen. Ich habe wie viel bekommen? 4. Du brauchst 5 Knochen, ja. Ich habe noch. Weiß nicht, was bei dir im Hintergrund los ist. Das hört sich gruselig an. Warte mal, ich kann doch einfach hier so ein Kadaver aufnehmen. Ja. Ja, siehst du. So, das passt doch schon mal. Mein Inventar schon fast voll. Ja, die Frage. Wollen wir uns schon irgendwo niederlassen? Das kann man gerne versuchen, ja. Ich guck mal, vielleicht finde ich was. Vielleicht finde ich ja was. Leichen? Warte mal, nur was gucken. Warum kriege ich kein verfaultes Fleisch hier raus? Ich habe hier einen ganzen fucking Laster voll Leichen. Und ich krieg nix. Ich krieg viel zu viel, ich krieg viel zu wenig Gammelfleisch daraus. Ich bin auch schon wieder überladen. Wir müssen dringend eine Bleibe suchen. Ja, ja. Das geht halt echt schnell. Ich bin immer überlegen, ob ich mir die Punkte vielleicht. Für überpacken. Für Packesel spare. Und es vielleicht mit den Mods mache. Weißt du, was ich meine? Ich habe nicht genug Ausdauer. Schon wieder ein Punkt. Standhaftigkeit, Jägersmann vom Landleben. Ich weiß mal, Jägersmann. Vielleicht sind die Leichen schon so verdorben, dass man nicht mehr so viel, dass nicht mehr so viel holen, zu holen ist. Das würde Sinn ergeben. Also kann passieren. Wir haben jetzt schon 17, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt wenig. Das Problem ist, wir haben hier alle 10 Tage den Blutmond voll. Bedeutet, wir müssen ja schon irgendwie eine ordentliche Base kriegen. Ich will nur mal überlegen, was ich gerade fallen lassen kann. Warte mal, wenn ich das zerlege, habe ich schon wieder Platz. Dann bin ich auch nicht mehr so stark überlastet. Das kann auch weg. Das ist doch schon mal ganz gut. Ein bisschen. Hier, ich. Ich will zwar jetzt nicht sagen, ich habe ein Déjà-vu, Kai, aber ich habe ein Déjà-vu. Ich sehe es. Du weißt genau, was ich vorhabe, oder? Ja.
Und als die Toten im Himmel nicht in den Himmel auffuhren, sondern unter den Lebenden wandeln, suchten die Menschen Schutz bei Gott. Und die Kirche war für den Arsch. Aua. Also ob du das schlimm finden würdest. Ich finde die Kirche toll. Aufbewahrungskiste, dafür brauche ich Nägel. Warte mal, was ist, wenn ich eine Truhe mache? Erstmal. Ich mache erstmal zwei Truhen. Die lege ich mal vor die Kirche. Würdest du das wirklich so schlimm finden, wenn wir das wieder machen würden, Tui? Ich habe keine Ahnung, was du machst, Kai, ne? Es wäre schön, wenn wir uns ein bisschen absprechen können. Ja, ich erforsche die Gegend. Du erforschst die Gegend? Ja, ja. Okay. Dann erforsche ich mal unser neues Heim. Und räume mal ein bisschen auf. Boah, das ist ja schon geil. Honig. Okay, das ist schon cool. Und so mit so einem Thema, ich habe die Benachrichtigung ausgeschaltet. Muss ich die Benachrichtigung, mal eine blöde Frage, so eine richtige Steam-Noob-Frage. Muss ich die Benachrichtigung für jedes Spiel einzeln ausschalten? Kann ich die nicht einmalig für alle ausschalten? Doch, kannst du. Ich hab's gestern gemacht und es hat nichts gebracht. Wo kann ich das umschalten? Soweit ich weiß, in den normalen Einstellungen. Steam? Einstellungen. Ja, im Spiel. Benachrichtigung anzeigen habe ich ausgeschaltet. Aufnehmen von Screenshots. Oberfläche. Standardskin. Bibliothek. Webbrowser. Family im Spiel. BS-Anzeige ist okay. Benachrichtigung anzeigen beim Aufnehmen eines Screenshots. Ist okay. Chat- und Textfilter. Ich habe keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht die geringste Ahnung. So, wollen wir es mal reparieren? Keine Steine, um eine Steinaxt zu reparieren. Das ist traurig. So, okay, der Garten, der scheint sauber zu sein. Magazinvergrößerungsmod. Interessant. Wo kamen die denn jetzt schon wieder her? Hm?
Ist der Pfarrer schon wieder dabei, in der Kirche zu randalieren? Och, komm schon, Leute. So, Buble. Hm? Was ist denn los? Warte mal, was für ein Kopf. Leichter Schlag auf dem Hinterkopf über das Denkvermögen. War die auch schon verloren, ne? Ja gut, 0 mal 1 ist auch 0. 0 mal 3 ist immer noch 0. Und 0 mal 5 ist genauso 0. Man braucht ja schon den ersten Indikator, um was zu erhöhen. Wenn das nicht klappt, dann blöd gelaufen. Noch die Kirche zu unserem Garten machen. Theoretisch uns woanders da verschanzen. Ja. Oh, wo kommen die denn auf einmal alle her? Schon wieder einen Hammer gemacht. Ja. Guck sie die an, die Aule Schrapnelle. Die kann es einfach nicht lassen. Kaum sind die Männer aus dem Haus, muss sie den dicken Hammer auspacken. Speerjäger. Willst du das nehmen? Oder soll ich? Kannst du gerne machen. Draußen hörst du auch schon wieder die Nachbarn. Die können uns auch einfach nicht in Ruhe lassen. Wir wollen hier ganz normal uns erstmal einrichten und hier so einziehen. Und was machen die? Vandale. Ja. Haben die sich hier schon durchgeboxt, oder? Nein, nein. Huhn! Weißt du, kaum unterhältst du dich mit den Nachbarn, hörst du nur Gerülpse. Mensch, 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 ist ja schlimm mit der Alten hier. Mit der bin ich hier am Überleben. Ja, ja. Ja. Ich versuch's das. Ah, Pfeilspitzen aus Stahl. Wir machen erstmal alles in die linke Kiste, so gut es geht. Ja. Oh, Eisenfallmunition, das ist soweit ganz gut. Stahlknüppelteile. Ja gut, ich weiß halt nicht, ob ich eher auf Knüppel ausgehen soll. Wie du willst. Eigentlich schon. So, dann müssen wir halt mal gucken, was wir wo machen. Was kann ich denn alles für Werkzeug bauen? Steinspeer, dafür brauche ich Fasern, kleiner Stein und Holz. Habe ich doch alles hier. Kann nämlich der Holzknüppel auseinandergenommen werden. Ja. Genau.
Noch ein bisschen Aloe Vera drin. Euer Tagebucheintrag Ackerbau. Beet muss ich lernen, ne? Ich glaube ja. Beschreibung. Ist aber bei mir freigeschaltet. Theoretisch. Dafür brauche ich nur das ganze Nitrat. Ich weiß, wo es ist. Da. Und was brauche ich noch? Lehmboden. Haben wir hier noch irgendwo Lehm? Aber nicht viel. Ah, den hörst du doch schon wieder. So, Steinschaufel. Dann haben wir das doch schon mal. Gut, dann muss ich nur gucken, wo ich da irgendwas abbaue. Ich werde hier aber keinen großen Graben. Ne, nicht vielleicht. Ich glaube, ich baue noch den sexuellen Tyrannosaurus. Ich habe das Gefühl, ich fange falsch an. Ich setze jetzt erstmal in der Kirche den Gebietsschutzblock. Ja. So. Könnten eigentlich die Holztruhe und die leere Waffenkiste könnten wir eigentlich benutzen, um unsere Sachen reinzusetzen. Wo wir das hier ablegen. Noch will ich eigentlich noch gar nicht viel machen. So. Du schon wieder da hinten, ne? Ja. Du machst auch nur die Gegend unsicher. Hat doch unsere Nachbarn, hallo. Mit dem Knüppel. Natürlich. Mit dem Vorschlag, aber. Lundia! Wir sind hier. Von der neuen RTL-Staffel. Knüppeldick. Das kann ich mir bei dir gut vorstellen. Guten Tag, ich bin der Kaldi der Otto. So, ja, jetzt bin ich doch schon mal leicht überfragt. Aber eigentlich, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ich werde wahrscheinlich wieder so wie beim letzten Mal bauen. Aber ich habe das Gefühl, wir sollten erstmal ein bisschen Materialien sammeln, bevor wir jetzt hier ja. Das bauen. Dann so Rezepte sammeln, bauen und so weiter und so fort hier, dass wir gutes Werkzeug bekommen und nicht so wie primitive Lachsnacken irgendwie. Am Stein rumeiern. So, erstmal hier mein Schlafsack neben dem. Oh ja, neben dem Sarg. Das ist gut. Mist. So, nee, das läuft ganz gut. Ist jetzt schon wieder dunkel. Ja, wo läufst du rum? Musst du mir kommunizieren. Sag mal, bin ich so blöd zu treffen oder was? Bogenschießen, hallo. Wunderbar, haben wir doch schon alles. Ich habe keine Ahnung, wo der Alte rumgeiert. Die Alte, Entschuldigung.
ich gehe jetzt erstmal ins dicke Cock. COC, Cock. Ganz komische Befürchtung. Hier ist ein Kühlschrank drin. Werkzeugtool. Jetzt Stahlteile. Ist auch immer gut. Ja, bringt mir natürlich gar nichts. Hä? Ich habe ein bisschen ein paar Rohrbomben gefunden. Mal was essen hier. Was trinken. Sieht aber ganz gut aus. Ja gut, wir haben ja gerade erst angefangen. Es wäre ja schlimm, wenn es schon schlecht ausfallen würde. Und ja, nebenher grase ich noch ein bisschen Geld in Pokémon ab, okay? Da fragen müssen wir nicht. Waffenwerkzeugteile. Warum steht da nichts dran? Oh, ich habe Nägel gefunden. Das ist gut. Dieser Lümmel! Erstmal gucken. Ich habe schon wieder 3 Punkte. War jetzt erstmal, also folgendermaßen, ich persönlich mache jetzt erstmal also Standhaftigkeit, versuche ich so hoch es geht zu machen. Ja. Dann Jägersmann und vom Landleben. Und danach müssen wir halt mal gucken, wie wir das, wie wir mehr machen. Natürlich jetzt wieder scheiß dunkel. Mhm. Ein Bücherregal, was haben wir denn hier? Papier. Das ist ein tolles Bücherregal. Okay, es gibt ein bisschen Lehm. Ah, Felle.
mir das nur so vor, das ist extrem dunkel. Mhm, sehr dunkel. Aber das bist du da draußen? Nee. Das sind schon mit den Nachbarn. Ach, Mutti ist doch nicht der erste Stock, den du ins Gesicht kriegst, hm? So wie du aussiehst. Oh, ich hab keine Ausdauer. Ja, aber mein Ding wohl ein bisschen zu hart für dich. Da ist dir gleich der Schädel geplatzt, hm? Entschuldigung. Also am Anfang kommen wir echt gut durch, ne? Wenn ich jetzt nicht Bock hätte, diesen Kram durchzuleveln. So, Jägersmann und vom Landleben. Tür ist verschlossen. Kohle, 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 Kohle. Ich hoffe, ich habe genug Steine, um meinen gesamten Shit zu reparieren. So, Konserven können weg. Das kann weg. Das verkaufe ich mal. So, dann habe ich wenigstens ein bisschen Platz. Ich glaube, ich mache trotzdem gleich mal ein bisschen den Sexy Taxi. Einfach aus dem Aspekt, dass ich ein bisschen Platz habe. Ja. Wieder hungrig. Ach, Mutti. Warum ist sie jetzt schon... Ich will es ja nicht sagen, aber ich habe ein Problem. Jetzt schon. Ach Mann. Oh nein. Lief gut. Also wenn ich was finde, um mich zu heilen, werde ich das natürlich sofort in Anspruch nehmen. Mhm. Oh, Steinspeer. So, was haben wir denn hier? Steinspeer macht 12,3. So, ja, okay. Bio und Steroide. Genau das, was wir brauchen.
die denn überall her? Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber... Ich dachte, ich hätte hier ein paar Minuten Ruhe. Nee, nee. Oh, was zu essen. Verdorbener Müll. Ich weiß zwar nicht, wie man da... Hast du mich also erwischt? Also